Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Shade of Memories. Beim letzten Mal haben wir die Insel des Schicksals betreten und können hier tatsächlich mal mit dem Schlüssel des Anbeginns anfangen. Klingt sinnvoll. Oh, guck mal, ein Riku, der nicht in Ansem Klamotten durch die Gegend läuft. Nice Sora, warum so eilig? Dich kenne ich doch. Ach. Du bist Riku. Welche Erkenntnis. Na, danke, dass du dich an mich erinnerst. Ist ja auch gerade mal ein paar Stunden her, was? Schon gut. Alles in Ordnung? Na, wirst du immer noch von ihm manipuliert? Was redest du denn da? Jetzt verstehe ich. Du bist sicher der Riku aus meiner Erinnerung. Riku ist verwirrt. Der Riku aus meinen Erinnerungen? Na, klingt, als würdest du immer noch im Land der Träume leben. Naja, irgendwie tue ich das auch. Du bist und bleibst ein Kind. Wie willst du dich um sie kümmern? Wenn du dich so benimmst. Du weißt also, wo sie ist. Ich... Was ist da los? Woher soll ich das wissen? Was es auch ist, es war jetzt nichts Gutes. Ich gehe die anderen Bahnen. Dann sollte ich auch gehen und... ich weiß, ich weiß. Es ist deine Aufgabe, auf sie aufzupassen. Also los. Okay. Ja, zieh los, Sora. Schlüssel der Vorsehung erhalten. Uhu. Willkommen zurück im ersten Raum. Willkommen zu mehr Fass-Encountern. Meine Lieblingsencounter. Fässer in die Luft jagen. Mein Favorit. Hust, hust. Und da kriegen wir einen falschen Schatz 4. Okay. Aha, kein Fass-Encounter. Ha, kein Fass-Encounter. Dafür ein Gravitas 5. Und. Huh, kein Fass-Encounter. Da beim ersten Mal in dem Raum zwei Fass-Encounter drin waren, hatte ich ja so wie fast damit gerechnet, dass wir das nochmal haben. Aber nein! Es war nur einer diesmal. In dieser Kiste ist wieder nichts. Oh, Mogi-Punkte. Kein Fass-Encounter. Fass-Encounter. Nein. Oh, in dem ganzen Raum keiner. Wahnsinn. Dass sowas noch vorkommt. Eins oder höher. Wir könnten theoretisch mal wieder einen Premium-Raum bauen. Die weißen Räume könnte ich ja nicht auch mal wieder vertragen, weil die sind nur so hoch. Ich werde keine Kreuzung der Welten bauen, weil ich dann nicht weiß, was zum Teufel wir gebaut haben. Das ist mein Hauptproblem. Moment. Ich muss danach noch einen Raum bauen, ne? Ja, dann können wir danach den Mogi-Raum bauen. Und jetzt setzen wir jetzt tatsächlich mal eine 1 oder eine 2 ein. Wir haben irgendwie kaum Einsen, stelle ich gerade, extrem verwirrt fest. Es ist nicht besonders angenehm, dass wir davon kaum welche haben. So eins und zwei empfehlen uns ziemlich. Wir haben zu selten Räume mit hohen Zahlen gebaut und uns zu sehr darauf konzentriert, die Zahl immer möglichst niedrig zu halten, merke ich. So haben wir kaum Räume mit 1 und kaum Räume mit 2 und so. Die Erkenntnis kommt allerdings ein bisschen spät. Ist das Problem. Ah, ich hatte nicht damit gerechnet, dass er noch verspawnt. Ich war jetzt irgendwie davon ausgegangen, dass das der gesamte Encounter war. Aber gut, kriegen wir halt noch mehr Idioten, die wir abschmeißen können. Und noch mehr Kreuzungen der Welten. Da hat das Spiel aber im Moment auch mit. Mehr Kreuzungen der Welten hinterher zu schmeißen, die ich nicht haben will. Für die Feindkarten mit Select umzuschalten ist immer noch ein bisschen unschön vom Greifen her auf dem Controller. Aber ich meine, das ist halt der Select-Knopf im Allgemeinen für mich. Linke Hand ist halt in der Regel entweder mit dem
Mit dem... Ich bin schon wieder kreuzende Welten. Entweder mit dem 3D-Stick oder mit dem D-Pad beschäftigt. Und deshalb in der Regel nicht gerade dazu bereit, mal eben auf Select umzugreifen. Select ist einer meiner unliebsten Knöpfe. Das ist eine Diskussion, die noch niemand bereit ist zu haben. Aber da haben wir Level 52 erreicht. Ein wichtiger Schritt mal wieder. Oder so. Naja, letzten Endes zählt jedes Level, ne? Den noch anzünden und dann einfrieren. Bisschen Gefrierbrand. Und wir haben schon wieder keinen Platz mehr für Raumkarten. Aber wir haben Platz für neue Kombinationen. Wir nennen die Feuersbrunst. Äschere alle Gegner innerhalb eines weiten Radius ein. Mushu, Feuer, Feuer. Wenn wir es auch noch Mushu hätten, würde das auch noch was helfen. Okay, wir haben keinen Platz mehr für Raumkarten. Dann sollten wir mal ein paar loswerden, ne? Sollen wir wahrscheinlich ein paar von denen so 5 und höher oder so loswerden, da wir anscheinend keinen Platz für kleine haben. Also, da wir kaum kleine Karten dabei haben. Vom Wert her. Allerdings brauche ich quasi die ganzen grünen für den Fall, dass man eine Karte mit grünen Werten kommt. Davon haben wir auch zugegebenermaßen nur 13. Wir haben offensichtlich die meisten hier. Wenn wir mal so auf unsere Anzahlen da unten gucken. So, jetzt haben wir zumindest wieder ein bisschen Platz. Au. Ich mag die gnadenlosen Dunkelheiten nicht besonders. Das ist mir auf der Weltkarte die ganze Zeit so am allerwertesten kleben, die Herzlose ist ein bisschen nervig. Und das ist mit den Erstangriffen kriegen nicht so einfach. Und dann kommt man in so Kämpfe rein und schon hat man irgendeinen Gegner direkt im Gesicht kleben. Edicht für mehr Kreuzungen der Welten. Können wir damit aufhören, mir diese Karte entgegenzuschmeißen? Bitte. So viele blaue Karten brauche ich dann nur auch wieder nicht. Und da einmal fröhlich rein. Au. Zack und au. Au. Ich wollte gerade sagen, der ist doch mit Sicherheit noch genug auf meiner Höhe, dass ich ihn treffen kann, oder nicht? Na, heilen wir uns mal eben. Kann ich schaden, ab und an mal so ein bisschen darauf zu achten, dass wir nicht zu viel Schaden nehmen, ne? Können wir mal was anderes als blaue Karten kriegen? Die ganze Kreuzung der Welten. Und dann irgendwelche komischen bewachten oder falschen Schätze. Alles nur blaue Karten. Da wunderbar. Kling, 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 kling. Klingelingeling, klingelingeling. Hier kommt die Eisklinge. Oh. Hatte weniger Feinde getroffen, als ich gehofft hatte. Oh. Aber das hier wird jetzt alles vernichten. Muhaha. Für mehr Kreuzungen der Welten. Das ist echt deren Lieblingsraumkarte geworden hier auf den höheren Etagen, habe ich das Gefühl. Wieder mal alles anbrüllen. Dann einmal durch alles durchschmeißen. Ja, und dann einmal durch die beiden durchschmeißen. Und dann nochmal durch. Na, der eine hat sich mit seiner Attacke zu sehr nach oben gewackelt. Ja, aber damit durch beide durchschmeißen, wunderbar. Und mehr Kreuzungen der Welten. Ich habe nachher 99 Kreuzungen der Welten. Ich sehe das schon. Ich würde sie wahrscheinlich irgendwann haben, wenn ich die Dinger nicht die ganze Zeit wegschmeißen würde. Weil ich sie nicht haben will. Ja,
Ja, klar kann man damit auch angenehme Raumkarten generieren. Glaube ich zumindest, weil theoretisch glaube ich, dass nicht alle Raumkarten da drin sein können. Aber ich würde mich ja nicht unbedingt darauf verlassen, mit gut Glück wieder einen Moggy-Raum oder sowas zu generieren. Und mehr falsche Schätze, dankeschön. Wie gesagt, jede Menge blaue Karten, aber sonst nichts. Kann ich vielleicht mal ein paar vernünftige Raumkarten kriegen? Fände ich nicht schlecht. Noch ein Königsanhänger 2. Ja, auch genau die Karte, die ich haben wollte. Und noch ein Königsanhänger 2. Da bin ich aber glücklich. So, 3 oder höher. Da haben wir jetzt mal eine Moggy-Karte für. Ein schöner kleiner Moggy-Raum. Ein Baum, von dem eine Kokosnuss runtergefallen ist, in der nichts drin war. Frech. So, hey, schick mir mal ein paar gute Karten. Nein, nein, nein. Na, okay, die Kokobita in 7, das ist schon in Ordnung, aber viel Müll sonst. Ja, da sicherlich noch ein paar andere unnütze Karten zu verkaufen, oder? Das hier zum Beispiel. Das heißt, ich keine Vitas mehr gekriegt in einer Weile. Ich bin zutiefst beeindruckt. Das Spiel hat viel Selbstbeherrschung, dass es sonst nicht die ganze Zeit Vitas entgegenschmeißt. Ja, dann hatten wir. Ja, genau, wir hatten noch einen zweiten Klappersoldaten gekriegt. Den konnten wir auf jeden Fall loswerden. Wir haben so viele Schattenquasare, die sowieso kein Mensch braucht. So, für knapp 600 Punkte. Und so wieder ein paar Magiekarten. Vielleicht ist da was Sinnvolles mal dabei. Nicht so richtig. Ein Zweier Vita ist dabei. Da bin ich auch ganz besonders glücklich drüber. Dafür kriege ich dann bestimmt 8 Punkte, oder? Kriege ich sogar. Kriege ich sogar 10. Na, schauen wir mal, ob wir noch ein paar vernünftige Angriffskarten kriegen. Das ist ein großes Nein. Da wird zumindest eine Feenharfe dabei. Na gut, haben wir halt kein Glück. Wie immer. Ist auch in Ordnung. Dann brauchen wir irgendwas 4 oder höher. Ich habe keine große Lust auf einen dicken, großen Encounter-Raum. Also machen wir uns einen Raum mit wenigen Encountern. Clevererweise. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und kriegen mal ein paar Premium-Karten, die wir nicht brauchen. An diesem Deck wüsste ich im Moment wirklich nicht, was ich da großartig Premium haben wollen würde, zwingend. Das Deck ist eh viel zu voll, um gezielt nach Premium-Karten zu fischen. Und da werden wir jetzt auch noch fast das Premium-Ding entkommen. Wenn das Design überhaupt entkommen kann, ist ja doch immer noch so eine Sache, die designtechnisch mehr als fragwürdig ist. Genauso wie die Erfahrungspunkte halt auch, ne? So, warum muss ich die Erfahrungspunkte überhaupt einsammeln? Warum ist das Teil des Spiels? Ernsthafte Dinge, die man sich fragen muss. Oh, und dafür kriegen wir mehr bewachte Schätze. Ja, es wäre schön, wenn wir mal eine Raumkarte kriegen würden, die nicht blau ist. Oh, ein Eis-Premium ist schon okay. Außerdem können wir uns mehr Kartenpunkte holen, wenn wir Stufe 53 erreicht haben. Blöden Pyrozipfler. So, zack, einmal alles anbrüllen. Pyromaden anmachen, Feuer in die Menge schmeißen. Wir freuen uns darüber, dass alles explodiert. Eis in die Menge schmeißen. Und den Rest, der noch nicht explodiert ist, zum Explodieren zu bringen. Irgendwie magisch den Feind hinter mir treffen mit dieser Eisklinge. Mehr blaue Raumkarten. Examinator
als Premium-Karte. Das ist, glaube ich, sogar gar nicht schlecht. Examinatoren sind, glaube ich, relativ teuer. Weil es auch relativ gute Karten sind, glaube ich. Also, so theoretisch. No, boah. Pyromanen in die Menge. Erfahrungspunkte für mich. Eisklingen in die zweite Menge. Nicht ganz so viele Erfahrungspunkte für mich. Oh, wer hat das nicht aus drei Encountern drei Premium-Karten gekriegt? Was ist hier los? Spiel ist kaputt. Oh mein Gott, eine nicht blaue Raumkarte. Dass sowas noch gibt. Und dann kriegen wir noch ein paar Mori-Punkte dafür. Das ist nicht schlecht. Da kriegen wir ein paar HP für. Die brauche ich nicht wirklich. Und hier haben wir dann mal was, wo wir ein paar Punkte reinschmeißen können, ne? Hey, Raumkarten, die wir loswerden können. Huhu. Und dann fangen wir einfach oben an. Die 9er brauchen wir sicherlich auch nicht mehr. Hier, so, rote Karten. Hier bestimmt eine gnadenlose Dunkelheit zum Reinschmeißen. Dann ein paar grüne Karten. Ich hoffe, wir haben genug Punkte. Noch 9. Wunderbar. Und dann kriegen wir mal einen Schlüssel der Belohnung. Haben wir eine Weile nicht mehr eingesetzt. Und dafür kriegen wir einen Finalelixier. Und vor allem noch mit einem hohen Wert, wenn ich das richtig gesehen habe. Was haben wir denn da? Finale ich hier mit 6. Ja, nachstocken der Angriffs- und Magiekarten und den Zähler zurück. Also durchaus was Sinnvolles. Während die halt auch sämtliche Angriffs- und Magiekarten nacheinander aber eben den Zähler nicht zurücksetzen, ne? So, passt das da zufällig rein? Ja, würde ich mal behaupten, passt, ne? Haben sogar noch 50 Punkte über. Was können wir denn noch 50 Punkte noch reinpacken? Ja, da könnten wir theoretisch eine ganze Combo noch reinpacken, aber wir können ja auch mal durchaus hier unten mal schauen. Blitzangriffe haben wir nicht, Kartenwerte um einen Zug wollen wir nicht wirklich. Schaut das Kartenset sofort nach. Oh, das können wir nicht mal reinpacken, weil warum nicht? Kann man ja mal. Und dann brauchen wir hier 5 oder höher. Hier packen wir uns mal eine schnarchende Dunkelheit da rein. Die sind auch noch relativ klein und kurz, die Räume. Feinde tun uns nichts und so. Nett von dem einen komischen Idioten mitten in meine Feuerklinge reinzuspringen, auch wenn er vorher nicht drin stand. So, und ich wollte gerade sagen, damit ist dieser Encounter erledigt, aber dann ist diese Sau einfach ausgewichen. Frech. Keine Kreuzung der Welten! Lange nicht gesehen. Oh, wow, mein Eis! Die habe ich sicher schon lange nicht mehr aus einer Kiste rausgeschlagen, glaube ich. Das ist, glaube ich, eine Weile her. Dass wir random aus einem Fass mal einfach ein Eis rausgekriegt haben. Na. No. Ihr kriegt ein paar Eisklingen ins Gesicht geworfen. Und die oberen kriegen dann ein paar Feuerklingen ins Gesicht geworfen. Dann gehe ich jetzt auf die Jagd nach meinen dringend benötigten Erfahrungspunkten. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die eine Klinge in die Menge zu schmeißen, das Spiel dermaßen damit beschäftigt, dass es so lange gedauert, dass ein paar von den Erfahrungspunkten einfach schon mal despawned sind. Und hey, mehr Schatten durch Karten! Hooray! Schätze ich. Ah, und dann haben wir hier nämlich ein bisschen auf 50 kommen. Ja, ne? Allmächtige Dunkelheiten brauchen wir eigentlich nicht. Gnadenlose Dunkelheiten brauchen wir eigentlich auch nicht.
Und schon sieht das alles wieder etwas angenehmer aus, ne? Jetzt brauchen wir nur noch irgendeine Fünferkarte. Oder höher. Hier, da ein bewachter Schatz. Wunderbar. Ich hätte ein paar mehr Kreuzungen der Welten da, glaube ich, reinschmeißen sollen. Die Insel wird auseinandergerissen. Ja, aber was werden wir nur dagegen tun können? Erfahrt es beim nächsten Mal. Oder so. Ja, großartiger Cliffhanger, ich weiß. Bis dahin. Aloha.